Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und zwar mit einem neuen PSA-Reveal und es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. PSA gibt Gas und wir fangen mal an mit dem Florian. Und der Florian hat eingereicht zwei Karten und das wären unter anderem einmal Pat Fryermuth und Najee Harris mit dem Dual Auto aus Spectra auf 20. Richtig nice, Neon Pink. Hier gab es eine PSA 8. Und dann haben wir als nächstes Kenny Pickett mit dem Pen Pals On-Card Autograph. Richtig nice Ding. Und hier gab es eine PSA 9. Dann machen wir weiter mit dem Dominik. Der Dominik hatte eingereicht Patrick Mahomes mit dem Rookie Force. Und ich denke, das ist Player One Material. Also sehr nice. Mahomes Rookie Player One Material. Red Parallel. Und hier gab es eine PSA 9. Sehr schön. Und dann haben wir den Daniel mit einem schönen Ant-Man Rookie Autograph und aus Clear the Donruss. Und hier gab es eine PSA 9. Auch sehr schön. Machen wir weiter mit dem Konstantin mit einer Scotty Barnes Silver Prism Rookie. Und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir zweimal den Benjamin, einmal mit einem Supernova Electric Edge Yellow Die Cut auf 10 und hier gab es eine PSA 6. Dann haben wir ebenfalls Patrick Mahomes, einmal Panini Black auf 75, Silver Parallel und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den IP mit einem Zebra und es ist ein türkisches Zebra, Sidi Osman. Mit dem Rookie Zebra, sehr schön. Hier gab es eine PSA 9. Richtig geil, die Zebras. Und dann haben wir den René mit dreimal Kobe Bryant. Und da haben wir erstmal die Top Space Rookie und hier gab es die PSA 9. Dann geht es weiter mit einem Freshly Forged 96 Metal und hier gab es eine PSA 8. Und zu guter Letzt haben wir noch die Row 1. Flair Showcase und hier gab es die PSA 8. Weiter geht's mit dem Max. Der Max hatte vier Karten hier zurückbekommen. Einmal Blue Velocity, LaMelo Ball. Hier gab es eine PSA 9. Schöne Karte einfach. Dann gab es den Ant-Man mit einem Green Prism und da gab es eine PSA 9. Wir haben den Ant-Man mit dem Downtown Prism Draft Picks. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. PSA 9. Und zu guter Letzt einmal Paul Pierce mit dem Flawless Finishes Gold Autograph. Einfach eine super, super nice Karte. Hier gab es die PSA 8. Was ein Ding, ey. Was ein Brett. Was eine schöne Karte, Max. Sehr, sehr schöne Karte. Gut. Auch das ist wieder ein relativ langes Video. Wir machen weiter mit dem Josef. Josef hat hier zurückbekommen einmal Ja Morant mit der Purple Explosion, mit dem Slam. Auch eine richtig geile Karte. Und da gab es eine PSA 9. Dann haben wir den Joshua mit einem Jalen Ramsey One-of-One Autograph, Private Signings. Sehr, sehr schönes Ding. Und hier gab es eine PSA 9. Wir haben den Jan mit einem Jalen Hurts Rookie Script aus Mosaic. Und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den Florian mit ein bisschen Vintage und da haben wir einmal Kobe Bryant mit der Topps Base und hier gab es eine PSA 9. Es war witzig, die Submission, wo drei Stück davon drin waren, die haben alle drei eine PSA 9 bekommen. Ja. Dann haben wir LeBron James mit dem Stained Glass, also nicht mehr ganz so viel Vintage direkt und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Kate Cunningham mit der Prism Base und hier gab es eine PSA 9. Weiter geht's mit Luca, Class of 2018 Holo. Und da gab es eine PSA 9. Luca Doncic mit der Donruss Base, Rated Rookie Donruss Base und hier gab es eine PSA 9. Luca auf 149 mit dem Lime Green und da gab es eine PSA 9. Und zu guter Letzt gab es hier einmal Jersey Swap zwischen Ja Morant und Luka Doncic, ebenfalls Purple Explosion, genau wie bei dem Slam eben und hier gab es eine PSA 9.
richtig nice Karte. Weiter geht's mit Kai. Und Kai hat eingereicht Stained Glass, Trae Young, Mosaic 2019. Hier gab es die PSA 10. Und dann ist Gary Terry mit dem Gold Donruss Elite 2022. Und hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir Spellbound auf 49, Purple Spellbound Zion, das L. Das L ist Silent und hier gab es eine PSA 8. Dann haben wir My House Blue auf 85. Richtig geiles Ding. Kate, perfektes Color Match hier, sieht richtig, richtig nice aus. Und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Evan Mobley mit dem Aurora Case Set, auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ich denke, es kommt ganz gut rüber im Video. Hier gab es eine PSA 9, auch super. Und dann haben wir Kevin Durant mit dem Winter Holo Slam. Oben schneit es ein bisschen auf der Karte, da gab es eine PSA 8. Und dann nochmal Kevin Durant auf 149 mit dem Crusade Blue 2016 Panini Excalibur. Und da gab es eine PSA 9. Weiter geht's mit dem letzten Stapel und da geht's los mit dem Fabi und, mit dem Steffen. Und der hat eingereicht Joe Burrow mit dem Mosaic Rookie. Einfach auch eine schöne Karte, coole Pose, PSA 9. Justin Herbert mit dem Optic Holo und da gab's eine PSA 10. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Und dann haben wir Jalen Hurts, ebenfalls mit dem Optic Holo und hier gab es eine PSA 9. Wir haben Joe Burrow mit dem Optic Holo und hier gab es ebenfalls eine PSA 9. Und zu guter Letzt zwei Matur, ebenfalls Optic Holo, beide PSA 9. Dann haben wir den nächsten Steffen. Witzig. Nächster Steffen, Charles Barkley, Hot Numbers, sieht richtig nice aus, das Ding, richtig, richtig geil. PSA 7, Kate Cunningham mit der Red Wave, Optik Red Wave, Kate, PSA 9. Und nochmal Vintage, Michael Jordan, Standouts Hobby und hier gab es eine PSA 6. Barisch mit einer Karte und es ist ein Case-Hit. Scotty Barnes, Rookies, Stufe 4. Ich verstehe immer nicht, warum die das da nicht draufschreiben mit dem Rookie Stufe 4. Also es gibt vier verschiedene Court Kings-Karten, wo einfach nichts dabei steht für die. Also alle vier Level, da steht nichts dabei. Irgendwie ein bisschen weird, finde ich. Und hier gab es eine PSA 10. Und dann haben wir den Felix mit dem Photon Halliburton Case-Hit bei mir im Break gezogen. Brutale Karte und hier gab es eine PSA 10. Einfach ein Wahnsinnsding. Glückwunsch, Felix. Sehr nice. Und dann haben wir den Simon mit Michael Jordan Frequent Flyer Club. Und da gab es eine PSA 9. Auf jeden Fall nice für einen Die-Cut. Richtig schön. Coole Karte. Glückwunsch, Simon. Und dann haben wir den Matthias mit einem Steph Curry Rookie Review Gold. Auch eine richtig, richtig geile Karte. Die 4 von 10 und hier gab es eine PSA 10. Mega nice. Und zu guter Letzt den Hanno mit 3 Karten. Und da haben wir einmal Gold Standard, RPA, Trey Lance und das ist auf 22. Also sehr, sehr low numbered Premium Edition und da gab es eine PSA 7. Und dann haben wir Source Gardner auf 10 mit dem NFL-Debüt Gold Mosaic, True Gold, richtig, richtig nice. Richtig, richtig schöne Karte und da gab es eine PSA 10. Und zu guter Letzt Trevor Lawrence auf 99 mit dem Cracked Ice Prism Draft Picks Autograph Purple. Oh Baby, hier gab es eine PSA 10. Das ist ein Banger. Glückwunsch, Hanno. Und wenn ihr selbst mal was einreichen wollt zum Graden, schaut gerne vorbei unter rickmanbreaks.de unter Grading Service und dann war es das auch von meiner Seite für dieses Mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman. Grades.